Ja, Hallöchen, hier ist der Franken-Andi und wir spielen den LS19. Ja, hier haben wir in der letzten Folge aufgehört zu weiterzumachen. Ich werde jetzt hier ein bisschen Vorgewende für den Helfer hier fahren. Ich hoffe dann, dass er seine Aufgabe etwas ernster nimmt. Ich hoffe, dass mir der Kalk reicht. Ich möchte ungern nochmal vorfahren und Nachschub holen. Es könnte aber durchaus knapp werden. So, braucht er noch eine Reihe? Ja, er kriegt noch eine, komm. Muss er sowieso noch hoch. Dann lasse ich aber keine Ausreden mehr gelten hier. Ne? So, wie viel Soja haben wir denn eigentlich in unserem Kipper denn? Ich glaube, das sind so 11, 12.000 Liter. Wo war der Verkaufspreis? Ich glaube so 15, 1800 oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist ja richtig nice. Sondern ist die Frage, wie natürlich der Bearbeitungsstatus der Felder sind, die wir oder der Wachstumsstatus, und natürlich so die allgemeine der allgemeine Status, muss gekalkt werden oder gepflügt werden. Schön wäre es ja, wenn es alles nötig wäre. Weil dann können wir nämlich das alles machen für den Bauern, der das Feld noch hat. Und dann kassieren wir da schön ab und dann kaufen wir es. So, aber das was? Ja. Ihr kriegt auch drei Bahnen und dann sollte es doch einigermaßen passen. Mal gucken, ob er es dann wieder schafft, da gegen den Hügel zu fahren. Weil man braucht mindestens 35 Meter Platz für ein Vorgewende. Das ist logisch und so.
So. Achso, wir können ja eigentlich noch eine Runde hochfahren. Da hat er 4 Bahnen vorgewendet. Alter Schwede. Guck dir den Luxus an. Also das sollte doch jetzt echt reichen, oder? Wenn ich jetzt noch mehr Vorgewände fahre, dann kann ich gleich den Acker selber kuppern. So, also, leg los, Freundchen. So, Chip. Ja, der Kalk sollte reichen. So viel ist es ja nicht mehr. Ach so, ich habe den Steuer hinten dann wieder vergessen. Ach Gott. An den großen Düngersteuer hier, naja. Jawohl. So, uiui. Voll über den kleinen Hubbel drüber gebrochen. Das ist aber nicht gut. Guck mal, wir haben sogar noch ein bisschen was übrig. Ist es nicht cool? So, ich stelle den. Hallo Bello, na, wie geht's dir? Ey, mein Freund. Ja, komm her. Ja, bist du ein guter. Ach ja, komm nochmal steigeln. Ja, brava. So. Gib mal her dieses Döschen. Liter. 1800, aber preisfallend. Naja, ist egal. Trotzdem. Getreidespeicherzentrum. Ich glaube, das ist das oben in der Mitte, oder? Ja. Na dann fahren wir da mal hin.
Das gibt dir dann 21, 22.000 Euro. Ja. Da sind wir ja voll auf Kurs. Oh, nee, so. Da sind wir echt voll auf Kurs. Das ist richtig gut. Ich glaube, ich bin jetzt hier voll den fetten Umweg gefahren, kann es sein? Der Zug parkt da schon wieder und ich kann nicht über die Schranken drüber. Was macht denn der da? Wo ist denn da eigentlich ein Tunnel? Da muss doch irgendwo ein Tunnel sein, weil vom Hof komme ich, fahre ich ja gar nicht über die Schiene in Döber, ne? Wo fahre ich denn hin? Na, muss ich schon hier hin? Nee. So, die auch noch nicht, aber diese hier. Ja, da merkt man schon, wie das Gewicht hinten dran hängt. Der Schlepper kommt echt nicht mehr aus dem Schuss raus. Halb acht ist es schon in-game. Also das Dashen muss man auf jeden Fall noch fertig machen vor der Nacht. Das Ansehen. Ja, könnte man theoretisch auch erst am nächsten Morgen machen. Dann haben wir es halt ein wenig aufgeteilt, aber natürlich wäre es schon gut, wenn wir alle da auf einmal abernten und säen können. So, verkaufen wir mal das ganze gute Zeug. Zweiundzwanzig, ja, nice. So, da muss ich doch gleich mal gucken, was hier. Ah, die Felder kosten so 100 und. Ich glaube 110 bis 160 oder sowas war der Rahmen, ne?
Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ach doch, schau her, da muss ich über die Bahnschienen drüber. Ist jetzt weggefahren, der Zug? Oder steht immer noch im Bahnhof? Nee, der steht immer noch. Da geht's zum Feld. Pum pum pum. Das ist alles erntereif. Und wir haben hier Soja und Weizen. Gut, beim Preis von 102, 126 und 137. Guck mal, die Sojabohnen könnten wir uns theoretisch schon kaufen. Gibt es denn dazu Missionen? Warte mal, welche Felder sind es? 14, 15, 16. Die 16 könnten wir ernten. Die 16. 137.000. Kriegen wir das so noch so viel zusammen? Ich nehme mal an. So den aber dashen tue ich erst unseres Feld. Ja. Auf jeden Fall. Das kann man ja auch morgen noch dashen. Wenn da ein Unkraut drauf ist, ist es nicht mein Problem. Aber naja, es könnte vielleicht doch zu meinem Problem werden, ne? Wenn ich dann die Menge nicht einhalte, was ich verkaufen soll. So, wie weit ist denn hier der Freund? Ui, 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 was macht er denn? Ja, er ist auf jeden Fall hier noch ein bisschen am Ackern. So, wir müssen erst auf jeden Fall erst unseren Weizen runterholen. Den Stroh können wir ja theoretisch liegen lassen. Das kann ich ja echt am nächsten Morgen noch aufsammeln und verkaufen. Das könnte ich machen, dass ich nur dashe, den Weizen verkaufe. Dann halt abkoppeln, dann hochfahren und dashen
Und den Stroh erst dann, weil am Morgen haben wir eh noch nicht viel zu tun, ne? Das Getreide dürfte eh noch nicht reif sein. Die Silage können wir vermutlich verkaufen. Genau, den Stroh können wir dann verkaufen. Dann können wir gurbern und säen. Und dann können wir vielleicht zwischenzeitlich die Feld 16 gurbern und eventuell säen, wenn es was Hübsches ist. Und vielleicht sogar düngen. Und dann kaufen wir es. Weil dann reicht das Geld auf jeden Fall, ne? Das ist eigentlich ein sehr guter Plan. Oh weh, was macht denn der schon wieder für Wortsam? Gut, was sehen wir denn jetzt hier? Hafer war nicht so gut. Was sagen denn die Preise? Na, Weizen steht gut da, Gerste steht auch gut da. Ne? Komm, wir sehen mal Gerste, oder? Körnermais, nee, nicht unbedingt. Komm, wir sehen Gerste. Gerste. Ja. Warum sehe ich den Kalk da drüben nicht? Oh. Gerade habe ich die Meldung reinbekommen, dass May die Brexit-Abstimmung verloren hat. Dann gibt es wohl einen harten Brexit für die Engländer. Oh. Da können sie sich anschnallen. Es ist schon so ein dummes Völkchen da drüben. Schaut, es lässt er da trotzdem Lücken drin. Ist nicht dein. Wusa. So. Jetzt muss ich da drüben noch ein bisschen. Bisschen
bisschen Vorgewende fahren, damit der Helfer sich hier wieder zurechtfindet. Ich hab's nicht angeschalten. So, reichen hier drei Vorgewände? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Gerade hier stellt es sich immer besonders dämlich an. So, wie sieht's da aus? Er hat wohl fertig, will er mir sagen. Nee, er fährt noch. So, oder sie? Ich weiß gar nicht. So, noch eine Bahn hoch, dann sollten wir aber tauschen, ne? Dass der Fiat mit derselben Maschine losfährt und der schnapp ich mit dem Case zum Fertigkörpern. Ich hab doch. Gut. Hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ja, sehr erfolgreich warst du. Ganz prima, ganz prima. Ja, nimm du mal die Sämaschine. Aber. Ich habe gerade auf die Uhrzeit geschaut und muss feststellen, das wird zu nix. So. Müssen wir schon wieder Nachtschicht machen hier? Die Frage ist, fahre ich jetzt erst schnell den Dasher zum Feld, dass der schon mal anfangen kann? Ich denke ja. So, dann machen wir hier Schluss für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge fahre ich mal schnell den Dasher da rüber. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt, der Franken an die spielt den LS19. Tschüss.